Am Wuppertal. Hier ist die Börse, hier ist der Erzählsalon mit Geschichten von nebenan. Nebenan, das ist bei der Börse natürlich die Quartiere Hesselnberg und Südstadt. Und in diesen Quartieren ist in den letzten, naja, sagen wir mal 48, 24 Monaten ein paar Geschichten entstanden, die als Buch veröffentlicht sind. Am Wuppertal. Und das soll heute Abend Thema sein. Hier ist der Erzählsalon. Ich begrüße auf jeden Fall meine Kollegin Karin Böke, die ein bisschen die anderen Teilnehmer vorstellen wird. Ja, Lothar sagt es schon. Wir haben heute drei Bücher, die wir vorstellen möchten. Und zwar sind das einmal Stadtteilgeschichten, Menschen, Orte und Ereignisse am Hesselnberg und in der Südstadt, geschrieben von unserem Stadtteilschreiber Jörg Degenkolb-Degerli. Dann haben wir als nächstes Buch von Christiane Gibjes und Arno Mersmann, Der Hesselnberg, Leben und Kultur im Mittelpunkt Wuppertals. Beide Bücher sind entstanden im Rahmen der Demokratiewerkstatt Hesselnberg Südstadt und unserer Quartiersarbeit. Und als drittes haben wir Dieter Jandt, der Hesselnberger ist und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Im Tal und darüber hinaus. Als erstes, Moment, so. Als erstes möchten wir über die Stadtteilgeschichten sprechen. Und bevor wir mit Jörg sprechen über das Buch und wie es entstanden ist und über seine Arbeit als Stadtteilschreiber, frage ich nochmal Lothar, der eigentlich die Idee hatte zu diesem Projekt Stadtteilschreiber. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, Lothar? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Es war ja schon das Jahr 2018 und zu 2019. Und wir hatten, glaube ich, die Idee, ein Projekt zu initiieren, was ein bisschen Bürgerdialog, Geschichten von Nachbarn veröffentlichen sollte. Und dann haben wir uns eben einfallen lassen, dass es ja Stadtschreiber gibt, aber es gibt natürlich auch Stadtteilschreiber, also die Geschichten aus dem Stadtteil erzählen. Und so ist dieses Projekt entstanden. Und wir haben dann Jörg Degenkolb-Degerli, vielen bekannt als Autor aus Wuppertal, dazu gewinnen können, den Stadtteilschreiber für den Hesselnberg und für die Südstadt zu machen. Ja, und dann kam Jörg ins Spiel. Jörg, hallo. Was hat dich? Hi, erstmal hallo. Ne? Hallo, Karin. Geht's dir gut? Soweit, danke. Ich hoffe, dir auch. Ja, doch, soweit. erstmal die Frage, was hat dich überhaupt an der Rolle des Stadtteilschreibers gereizt? Was fandest du interessant daran? Der Lothar hat gerade schon gesagt, es gibt ja Stadtschreiber, die gibt es ja auch schon sehr lange. Und diesen Begriff kenne ich halt auch schon sehr lange. Und als ich dann von einem Stadtteilschreiber hörte, muss ich gestehen, hörte ich das zum ersten Mal. Habe aber gedacht, ist ja vielleicht schon mal ein Anfang. Und ganz vorne im Buch stelle ich mir eben auch drei Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Das war halt, kann ich eigentlich schreiben? Ja. Kommuniziere ich gerne? Jein. Und bin ich gut zu Fuß? Noch. So, und als ich mir die drei Fragen beantwortet hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich könnte mich ja mal auf den Job bewerben und gucken, was passiert. Und dann hat es auch geklappt. Nun bist du ja, du bist der Stadtteilschreiber, aber du bist ja nicht Jörg Degenkolb-Degerli, sondern eben auch in gewisser Weise eine Rolle, ne, hast du eingenommen. Was ist denn der Stadtteilschreiber für ein Typ? Also der Stadtteilschreiber ist auf jeden Fall ständig auf der Suche. Der Stadtteilschreiber hört sehr genau hin, beobachtet, glaube ich, sehr genau und schreibt dann dementsprechend aber auch oft Berichte oder Geschichten, die man jetzt vielleicht dann auch nicht unbedingt so erwarten würde. Oder ich sag mal, wenn die Menschen, die darin vorkommen, das lesen, die könnten sich dann vielleicht auch so ein bisschen ertappt fühlen. Also wir werden ja noch
ein paar Geschichten hören von dir. Und mindestens eine ist sicher, geht in diese Richtung. Die, ja, da können wir schon gespannt drauf sein. Aber erstmal überhaupt, wie bist du denn dann vorgegangen? Da gibt es verschiedene Wege. Also wir haben uns natürlich ausgetauscht, du, Lothar und ich. Welche Themen wären denn auf jeden Fall gut mal zu beackern oder auch wirklich wichtig? Stichwort Integration. Das heißt, es gab ganz klare Terminvereinbarungen mit Menschen in den Stadtteilen, die vielleicht in irgendwelchen Institutionen sitzen, sei es dann eben im Haus der Integration oder beim Stadtteilservice am Hessenberg. Das war das eine. Das andere war, dass ich mich gefragt habe, kenne ich da selber Menschen, die dort leben oder arbeiten? Oder kenne ich Menschen, die Menschen kennen, die dort leben oder arbeiten? Und das gab dann so diverse Schnittstellen. Ich habe dann eben dementsprechend entweder ganz klare Verabredungen gehabt, Termine. Aber was halt noch viel öfter der Fall war, dass ich eben einfach morgens dahin bin und losgezogen bin. Weil die Fragen, die ich mir anfangs gestellt habe, bin ich gut zu Fuß? Ich bin also immer schon sehr viel und sehr gerne einfach losmarschiert, um fremde Gegenden und Orte zu erkunden. Von daher war das genau das, was ich machen wollte, einfach weil ich sehr gut kenne. Die Geschichten liegen am Straßenrand. Wenn man fährt, dann fährt man dran vorbei. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Und wenn das noch honoriert wird, muss man das machen. Ja, du hast ja dir auch ein Format ausgedacht, also ein Foto und bestimmte Optik. Wir haben hier ein Bildchen. Ich mal eben zeigen. Was wird da abgebildet? Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen? Also ja, das ist der berühmt-berüchtigte geografische Mittelpunkt der Stadt Wuppertal. Kannte ich vorher gar nicht. Habe ich dann im Zuge der Recherchen und Gespräche dann davon gehört, dass es den gibt. Und dann bin ich natürlich dorthin. Und der ist sehr unspektakulär. Ich habe das dann auch so in meiner Geschichte geschrieben, wie unspektakulär der eigentlich ist und dass das auch sehr typisch für Wuppertal ist. Also andere Städte würden da mit Lichterketten und ich weiß nicht was darauf hinweisen. In Wuppertal gammelt der da so ein bisschen am Boden vor sich hin. Ja, da werden wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil Christian und Arno ja auch genau diesen Mittelpunkt als Anfang genommen haben für ihren Text, für ihr Buch. Also scheint insgesamt ein Mittelpunkt zu sein, was jetzt auch die beiden Bücher betrifft. Aber was ich auch nochmal, wo ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ist einfach dieses halbe Gesicht, was du da hast. Also hast du ja zum Stilmittel erhoben. Ja. Wie kamst du denn darauf? Ich glaube, das war von Anfang an für mich so die Idee, zu zeigen, also Begegnungen darzustellen. Das ist jetzt hier natürlich mit dem fast vollständigen Mittelpunkt jetzt nicht ganz so treffend. Aber wenn ich Menschen getroffen habe, dann habe ich ja auch versucht, die Fotos eben so zu machen, dass immer beide halb zu sehen sind und dazwischen dementsprechend irgendwas, was mit den Stadtteilen zu tun hat. Und für mich ist das so ein bisschen symbolisch einfach so diese Begegnung und für mich aber in der Tat auch, das klingt jetzt direkt so pathetisch, aber auch so ein bisschen da mit diesen Orten so ein bisschen ja, zu verschmelzen, sage ich mal. Ja, ich habe hier gerade zweimal gezeigt. Mhm. Hier Sebastian Gülke, auch einer der für Projekte in Sachen Quartiersarbeit auch im Rahmen der Förderung tätig ist. Also hast du ja eben schon gesagt, dass du auch Leitungen von Einrichtungen besucht hast und interviewt hast, hier eben davor. Wie heißt nochmal Eilicke? Nachnamen weiß ich nicht. Malerin, ja, die Atelier am Hessenberg, ja. Also verschiedene Typen, die du dann auch aufgestöbert hast.
Und ja, und ansonsten bist du auch viel durch die Gegend marschiert, ne? Also, ach so, da haben wir jetzt, und du hast, das war jetzt nicht das Bild, was ich eigentlich haben wollte, aber. Es sind noch ganz andere marschiert, genau. Genau, das, also marschieren, beim Marschieren können wir bleiben, aber was war das? Das war der Auftakt für das Nachbarschaftsfest an der Börse. Da wurde also mit einer Band an der Grundschule Hessenberg gestartet und dann schon eine große Runde durchs Quartier an einem, jetzt lass mich überlegen, Samstagvormittag, so um 11. Das war schon für die Anwohner eine echte Herausforderung. War ein Sonntag, glaube ich. Sogar ein Sonntag, richtig, es war ein Sonntag. Die Herausforderung war umso größer. Es war nämlich wirklich totenstill dort am Hessenberg und dann marschierte da eben diese Band mit Tuba und Trompeten und Pauken und eben entsprechende Menschenmassen nicht, aber schon doch einige mitten durchs Viertel. Und das war für mich hochspannend zu sehen, wie gehen die Menschen damit um. Also unten an der Straße Hessenberg, da lagen die Leute eher so mit dem Kissen im Fenster und fanden es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was wir hier sehen, ist weiter oben, ich glaube, in der Hirschstraße, bin mir nicht sicher. Mhm. Da wurde dann eher so hinter Gardinen hervorgelugt und schnell wieder alles dicht gemacht. Das sind für mich immer so sehr interessante Momente, um zu beobachten und zu schauen oder zu vermuten, wie Leute ticken. Mhm. Du hast auch noch, also das hast du häufig gemacht, ne, dass du eben Veranstaltungen und Aktionen besucht hast und darüber berichtet hast. Eine weitere Aktion, also das war ja Nachbarschaftsfest der Börse und dieser Zug wurde ja von den Grundschülern, Grundschulkindern oder einer AG der Grundschulkinder, die dann solche tollen Puppen gebastelt haben, gemacht. Aber es gab dann auch noch zum Beispiel, ich lebe, liebe dein Quartier, da habe ich jetzt auch noch mal so ein Foto, was ich zeigen kann. Ja. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Ja, da zum Beispiel, da, den wir da hinterm Laptop sehen, das ist der liebe Kollege Michael Baudenbacher, Fotograf und Filmemacher. Und der hat beim Stadtteilservice am Hesselnberg so eine Foto- und Filmwerkstatt installiert und mit Menschen, die dort arbeiten, vielfach das Quartier durchstreift mit Handykameras oder auch anderen Kameras, immer auch auf der Suche nach bestimmten Motiven, womit dann am Computer wiederum gearbeitet wurde, woraus hinterher große Plakatwände entstanden sind, die im Viertel plakatiert wurden, also eine tolle, wirklich große Kunstaktion, die mir sehr gefallen hat. Mhm. Ja. Von wegen große Aktion, haha, was auch noch bei der Premiere vom ersten Erzählsalon. Genau, unter Mützen, ne? Da hängen die ganzen, genau. Die ganzen Mützen. Unverkennbar in der Adventszeit. Genau, da haben wir ja im Laufe des Jahres, wir reden ja aktuell von dem Jahr 2019, die gesammelten Werke in dem Buch sind ja aus dem Jahr 2019 und Ende 2019 war dann im Dezember die Premiere eben dieses Formates Erzählsalon, wo wir uns heute Abend dann hier vor den Monitoren wiederfinden. Ja. Genau. Mhm. Genau, vielleicht sollte man kurz dazu sagen, dass das echt nicht die normale Art der Begegnung ist, sondern eben gerade da auf diesem schönen Sofa, den beiden schönen Sofas, ja. Was Leckerem zu trinken. Wir hatten es auch schon mal mit Kaffee und Kuchen hat man nicht dabei, ne? Aber zumindest schönem alten Geschirr, also gemütlich gemacht. Da ist das jetzt. Können wir jetzt im Moment leider nicht mithalten. Du hast eben schon gesagt, also erstmal gesagt, du gehst durch die Straßen, hast also Hesselnbergs und der Südstadt und hast rumgestöbert, was du so findest und mal hier und da reingeschaut. Da ist dir unter anderem halt Metzgerei und Bäckerei dir begegnet. Wie kann man sich das vorstellen? Also hier zum Beispiel, die Metzgerei leider schon wieder geschlossen oder überhaupt geschlossen ist. Ja, das ist ja eben das Ding. Also egal mit wem ich gesprochen habe, egal ob in der Südstadt oder am Hesselnberg,
alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben immer bemängelt, es gibt keine Orte, an denen man sich trifft. Es gibt keine Orte der Begegnung. Das war auch ein ganz großes Thema eben im Haus der Integration mit dem Sebastian Göke, den wir eben gesehen haben, der sowas auch sehr gerne installieren würde. Alle Menschen dort sagen, es gibt keine Begegnung. Man wohnt nebeneinander, übereinander und kennt sich bestenfalls aus dem Hausflur, von der Straße, Tag und Tschüss. In der Südstadt gab es dann eben bis vor kurzem noch diese Metzgerei mit einem sehr herzhaften Mittagstisch. Also da sind auf jeden Fall noch Menschen hingegangen. Und dann eben zwei Bäckereien direkt gegenüberliegend an einer Straßenecke oder eben zwei Ecken. Das ist eben einmal eine ganz normale Bäckerei der Kette Steinbrink und gegenüber ist halt eine türkische Bäckerei und das funktioniert eben, weil die ein komplett anderes Angebot haben. Sonst wäre das sicherlich undenkbar direkt gegenüber. Und in der Südstadt gab es ja zum Beispiel auch noch diese Gaststätte Schlupp, wo also Leute hingegangen sind. All das gibt es eben am Hessenberg nicht wirklich. So, also dieses Müllmuseum, ihr wisst, wir haben alle mal versucht, das zu besuchen. Das steht da, da steht aber auch nicht geöffnet oder geschlossen. Das hat aber offenbar dicht. Da ist nicht wirklich viel. Und das merkt man immer, wenn man dort unterwegs ist. Und dann hatte ich eben an diesem einen Morgen bin ich dann eben in diese Bäckerei, um einfach ein Cappuccino zu trinken. Und da geschah es dann. Ja, jetzt stelle ich mir gerade, du hast so eine schöne Überleitung gemacht und ich stelle mir gerade ein Beinchen, aber ich wollte doch gerade nochmal eben, sag mal, die etwas trostlose Alternative in Hesselnberg darstellen oder zeigen. Das kleine Bistro am Hesselnberg, was tatsächlich ja offen ist. Aber das wird tatsächlich ja sogar noch bewirtschaftet. Ja. Also hier sind die Jalousien runter, aber da waren wir ja auch mal zusammen auf dem Kaffee und waren ja dann sprachlos, als wir hörten, das wird schon seit 35 Jahren hier betrieben. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir waren die Einzigen, ne? Zumindest bei dieser Kaffeelänge. Und ja. Auch das ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich ein Ort, wo die Menschen so hinströmen. Ja, sieht jedenfalls nicht so aus. Aber um zurückzukommen zu deiner wunderbaren Überleitung und den beiden Bäckereien, die vis-à-vis sind. Da hast du was Nettes zu geschrieben, was schon eher was Literarisches ist als Journalistisches. Und ja. Wir wollen das gerne jetzt mal von dir vortragen. Ja, sehr gerne. Das ist ja so entstanden, dass ich ja zu Beginn der Stadtteilschreiberei eher journalistisch gearbeitet habe und wir ja dann bei einem Meeting irgendwann gesagt haben, so, da muss so ein bisschen mehr Eigenes rein. Und das hat sich dann im Laufe des Jahres eben so entwickelt. Und sehr spät im Jahr sehe ich gerade, Mitte November, 15.11.19, entstand dann eben dieser Text, der heißt "O Captain, my Captain, die Bäckerei als Ort der Begegnung." Obwohl es ein Vierteljahrhundert her ist, dass ich im Einzelhandel und in der Gastronomie gejobbt habe, ist der Impuls, Kundschaft zu begrüßen und zu verabschieden, nach wie vor sehr ausgeprägt. Und da ich ja keine eigene Kundschaft mehr habe, nehme ich eben Fremde. Kundschaft gibt es heute Morgen reichlich in der Bäckerei Steinbrink. Ich schmettere jedem an einem Tisch sitzend und Cappuccino trinkend ein freundliches Guten Morgen entgegen. Manchmal sogar eher als die beiden Verkäuferinnen, die jedes Mal irritiert zu mir rüberschauen. Gelernt ist gelernt, denke ich. Und das ist gut, bin ich doch zum Nachdenken in die Südstadt gegangen. Funktioniert aber gerade nicht wirklich, weil hier einfach viel zu viel los ist. Ich habe ihn offenbar gefunden, den Ort der Begegnung im Stadtteil. Staunend höre ich, wie Verkäuferin A, Verkäuferin B ehrfürchtig mein General nennt, womit von der Rangordnung her Verkäuferin B wohl eindeutig Verkäuferin A sein dürfte. Der General,
genau genommen also die Generalin, hat hier freundlich bestimmt alles unter Kontrolle, so viel ist sicher. Sie duldet mein Gegrüße, ihr Blick macht mir aber unmissverständlich klar, sollte ich es übertreiben, werde ich in der Backstube an den Ofen gekettet. Tschö, ebenso höre ich mich einer eiligen Kundin zurufen, die noch einen schönen Tag gewünscht hat, so in den Laden hineingesagt, im Grunde ja dann allen, also mir auch. Da gibt es keinen Grund, nicht nett zu sein. Nachgerückt ist an der Bäckereitheke gerade ein älterer, etwas verwirrter Herr. Hier legt die Generalin jetzt ihre ganze Professionalität an den Tag. Sie beantwortet geduldig seltsame Fragen, lacht über noch seltsamere Witze und gibt dem Mann das Gefühl, jederzeit mit Fragen und Witzen willkommen zu sein. Ich bin beeindruckt. Als sie in der Folge einer sehr zittrigen, halbblinden Greisin erst die Tür aufhält, sie dann zur Theke begleitet, ihr liebevoll ein Brot schneidet und verpackt, das Kleingeld aus der Hand zählt und sie wieder bis auf die Straße begleitet, bin ich bewegt. Warum kann nicht die ganze Welt so funktionieren wie diese Bäckerei? Was für einen Stellenwert die Generalin hat, wird mir bewusst, als ich einen Kunden freundlich verabschiede. In diesem Fall als einziger sind die beiden Damen vermutlich in der Backstube. Der Kunde nimmt mich allerdings gar nicht wahr. Es ist nicht dasselbe, ob die Generalin oder ein Fremder dich verabschiedet. Voller Demut blicke ich auf den krümeligen Tisch. Und als wäre es bis hier nicht schon genug Dramaturgie für einen offenbar nicht ganz gewöhnlichen Morgen, bietet die Generalin nochmal alles an Empathie auf, was um die Uhrzeit so geht. Eine ältere Kundin beklagt nämlich ausführlich ihren aktuellen Gesundheitszustand, der sich wirklich bedrohlich anhört und mir als Hypochonder augenblicklich körperliche Schmerzen bereitet. Meine Generalin zieht alle Register. Sie tätschelt der Kundin Hände, seufzt an den richtigen Stellen und tröstet mit Worten wie: Das ist ja schrecklich. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und dann jetzt aber schnell auf die Couch und Füße hoch. Quasi das Carpe Diem des kleinen Mannes. Und in diesem Moment großer Ergriffenheit möchte ich wie im Club der toten Dichter auf den Bäckereitisch steigen und rufen: Oh, Captain, my Captain. Mache ich aber nicht, weil ich Angst habe, angekettet zu werden. Stattdessen verlasse ich diesen Ort der großen Gefühle, natürlich nicht ohne ordnungsgemäße Verabschiedung. Ich wünsche Ihnen allen hier, dass der Tag so grandios weitergehen möge. Wir werden uns bald schon wiedersehen, denn dies ist ein besonderer Ort. Dann gehe ich über die Straße und betrete die türkische Bäckerei. Hier an den gegenüberliegenden Ecken der Weststraße und Kieselstraße existieren nämlich zwei Bäckereien in unmittelbarer Nähe. Zum einen funktioniert das, weil das Sortiment unterschiedlicher nicht sein könnte. Zum anderen, und da bin ich mir ganz sicher, ist hier einfach Love, Peace and Happiness in der Luft. Ich rufe ein freundliches Merhaba in die Runde. Sehr schön. Genau so passiert an dem Morgen. Ja, ich kann mir das auch genauso vorstellen. Also gerade auch die Generalin, so wie du sie genannt hast, die eben außen hart, innen weich. Ne? So, ja, das war mir dann, als ich anfing, da immer mehr so meinen Stil in diese Geschichten zu bringen, das war mir auch einfach dann wichtig, zu zeigen, wie die Leute da ticken, wie die Leute da sind. Ich kann darüber berichten, ich kann sagen, die hatte die so und so ein Auftreten, ne? Aber ich glaube, wenn ich das dann so beschreibe, was ich da erlebt habe, ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, was jeder weiß natürlich, das ist drüber, das ist übertrieben, aber klar. Ungefähr so. Meinst du, die Generalin, wahrscheinlich kennst du den Text nicht, oder? Also von mir nicht. Ja. Angekettet. Ja, genau, wahrscheinlich. Also müsstest du Sorge haben, wenn sie das jetzt hören würde. Oder eigentlich ist es ja auch ganz nett. Also ich finde es eigentlich, ist es nicht despektierlich. Also die Kollegin hat wirklich mein General zu ihr gesagt. Ne? Also okay. Nicht erfunden. Dann ich habe dann weiter gedacht. Genau.
Du hast ja einige von diesen Ich-Erzählungen in ähnlicher Weise geschrieben, aber du hast eben auch ja mal Berichte, Kommentare zu Veranstaltungen, aber eben auch einige Interviews gehalten. Und eins, was wir gleich hören werden, das ist eben eher von der ernsteren Sorte. Es gibt einen ernsteren Einblick in Lebensbetrachtungen von Menschen, die eben in der Südstadt in dem Fall wohnen. Und auch das war ja ein großes Anliegen von uns. Genau. Ich habe ja eben eingangs gesagt, der Stadtteilschreiber ist auf der Suche. Ich glaube, ich war auch und bin auch immer noch auf der Suche nach, nach dem Südstädter oder nach dem oder der Hesselbergerin. Ne? Also ich bin gebürtiger Elberfelder und ich weiß, wenn jemand aus Barm kommt zum Beispiel. Ne? Ist immer so ein kleiner Seitenhieb, aber ist halt wirklich so. Ne? Und ich merke zum Beispiel auch, wenn ich mit jemandem rede, dann, der ist bestimmt Ölberger oder so. Ne? Aber ich würde niemals merken, ist jemand Südstädter oder lebt er am Hesselberg oder so. Da bin ich immer noch auf der Suche. Das war dann jetzt hier jemand, der da sicher gar nicht in diese, glaube ich, gar nicht in diese Kategorie fällt. Recht am Anfang 2019 im April geschrieben den Text Keine Garte, Wohnen im kleineren Übel. Ganz in der Nähe der Blankstraße ist dem Stadtteilschreiber Mehdi Sch begegnet. In Klammern, der komplette Name ist der Redaktion bekannt. Der gebürtige Iraner ist von seinem Wohnviertel nicht sehr angetan. Unter einem Namenkürzel ist er aber bereit zu erzählen, was genau ihn stört. Mit Niveau dort, ohne Niveau hier. Mehdi Sch zeigt zunächst auf die Gegend jenseits der Blankstraße und dann auf seinen Balkonboden stellvertretend für das Hochhaus und überhaupt für die ganze Siedlung. Seit 1986 lebt er nun schon in Wuppertal, immer im Süden der Stadt. Einst wohnte er auf der Seite mit Niveau. Aber was soll das eigentlich heißen? Da haben nur Deutsche gelebt. Alles war gepflegt und der Umgang kultiviert. Aber vor allem, man konnte miteinander reden. In Mehdis jetzigen Block leben hunderte Neuankömmlinge, die wohl größtenteils kein Deutsch sprechen. Ein Umstand, der den 60-Jährigen auf die Palme bringt. Die leben hier Heimat in der Heimat, echauffiert er sich und betont, das gefällt mir ganz und gar nicht. Heimat in der Heimat bedeutet, die gewohnte Art zu leben, inklusive der Muttersprache, nur jetzt eben mitten in Wuppertal, direkt in Mehdis Hut. Warum bemühen Sie sich nicht, die Sprache zu lernen, ärgert er sich. Ich wollte immer Teil der Gesellschaft sein und wurde zur Seite gedrängt. Abgebrochenes BWL-Studium damals, autodidaktisch Deutsch gelernt, alle möglichen Fulltime- und Nebenjobs gemacht, schließlich offiziell nicht mehr vermittelbar. Mehdi und seine Familie können keine großen Sprünge machen. Ich verspüre schon auch Benachteiligung und Ungerechtigkeit, ja. Und das belastet mich, erzählt er in wirklich gutem Deutsch. Alles, was mich hier noch hält, ist die Zukunft unseres Sohnes, ergänzt er etwas resigniert. Meine Familie und ich, im Grunde sind wir hier nur unter uns. Damit meint er allerdings ausschließlich sein Wohnviertel, hat die Familie doch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis in der ganzen Stadt. Und zwar quer durch alle möglichen Nationalitäten, entschärft Mehdi den Eindruck von Fremdenfeindlichkeit. Er wirkt nicht verbittert, wenn er spricht, auf jeden Fall aber politikverdrossen. Hadert mit dem Demokratiebegriff, mit der Europa-Idee und sagt schließlich etwas, das aus dem Mund eines Menschen mit Migrationshintergrund immer wieder aufs Neue absurd klingt. Die Jahre mit Helmut Kohl als Kanzler waren letztlich die besten. Die Europapolitik hingegen habe für Deutschland nur Nachteile, angefangen beim Euro bis hin zu den offenen Grenzen, die das Niveau vor der Haustür zur Folge haben. Dann ist ja alles ganz schön schlimm dort in Mehdis Quartier, oder? Ach, was soll ich mich beklagen? Eigentlich ist ja alles ruhig. Keine Randale, keine Schlägereien wie auf der Garte oder so. Außerdem ist man sehr schnell in der City, im Zentrum. Und da oben hinter dem Seniorenstift
Da ist ein Park und sogar ein Wald, da gehe ich mit meiner Frau manchmal spazieren. Wenn man älter wird, ist man ja auch empfindlicher. Lieber Natur als Disco. Jetzt lächelt Mehdi versöhnlich. Andere Länder, andere Sitten, sinniert er. Jede Blume riecht anders, aber keine so gut wie die aus der Heimat. Ja. Ja. Das war die Begegnung mit Mehdi. Ja. Ja, das ist ja eigentlich, bietet das ja jede Menge Ansatzpunkte. Ne? Das ist erstmal was, was einem teilweise unangenehm ist, ne? Wenn man das jetzt so hört, möchte man gar nicht so gerne hören. Ne? Also auch den Aspekt der Fremdenfeindlichkeit, auch wenn die dann entschärft wird, aber es sind ja viele Kritikpunkte da auch, und die Politikverdrossenheit, die angesprochen wird. Und sagen wir, das sind genau die Menschen, die wir eigentlich mit Demokratiewerkstattarbeit ansprechen wollen, ne? Die sich eben dann doch raushalten, sich am Rande fühlen. Und ja, und eigentlich sollte man meinen, dass so ein Text ja vielleicht auch auf Reaktionen stößt, aber mit den Reaktionen ist es ja ein bisschen mau gewesen. Ne? Ja, also ich habe ja jede Woche, also damals war ja der Plan, jeden Freitag einen neuen Beitrag im Blog der Börse zu veröffentlichen. Das hat ja weitestgehend funktioniert, bis eben auf die Sommerpause. Und da gab es ja immer auch die Möglichkeit zu kommentieren, oder eine E-Mail-Adresse wurde veröffentlicht, wo man mir hätte schreiben können mit Ideen oder auch Kritik oder was auch immer. Und wir wissen, naja, das war eher bis heute mau. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, trotzdem ziehst du am Ende des Buches ein versöhnliches Fazit. Und das finde ich auch ganz schön, das jetzt nochmal zu hören. Ja, das, ich meine, ich war ja dann wirklich über einige Monate da unterwegs und habe da sehr viele, mit vielen Menschen gesprochen, freundliche, nicht so freundliche. Und ich meine, irgendwie weiß man ja immer, okay, da hat jetzt auch jeder irgendwie seine eigene Geschichte und sein Päckchen oder direkt mehrere, die er da über den Hesselberg schleppt. Und so, naja, dann habe ich halt abschließend resümiert, was für eine Bereicherung all das. Und habe da nochmal den Brückenschlag nach ganz vorne gemacht, zurück auf Anfang. Im Herbst 2018 startete das Projekt Demokratiewerkstatt Hesselberg Südstadt, das die Börse in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung NRW durchführt. Ganz zentraler Aspekt ist es hier, die demokratische, soziale, kulturelle und ökonomische Entwicklung in den Quartieren Hesselberg und Südstadt durch aktive Beteiligung der Stadtteilbewohner zu stärken und die Kommunikation, Vernetzung und Kooperation in den Quartieren zu intensivieren. Das geht natürlich noch besser mit der Schnittstelle Stadtteilschreiber. So, da habe ich mir dann nochmal so meine Gedanken gemacht. Geht das noch besser mit der Schnittstelle Stadtteilschreiber? 3 Fragezeichen. Nun ja, zunächst bleibt mal festzuhalten, dass Aufwand und Ertrag nicht im allerbesten Verhältnis zueinander stehen. Habe nun, ach, gut 150 Kilometer durch Hesselberg und die Südstadt zurückgelegt. Zu Fuß wohlgemerkt. Habe Menschen befragt und nicht alle waren mir nur wohlgesonnen. Ich habe Orte gefunden, die ich gar nicht gesucht hatte und solche, die ich nie vermutet hätte. Ich habe sinnierend Teigwaren gemümmelt und schweigend Suppen geschlürft. Bestimmt 100 Gläser Bier habe ich getrunken. Alles für die Sache. Nicht auszudenken, wie viel ich geraucht hätte, wäre ich noch Raucher. Letztlich habe ich über 100.000 Zeichen getippt und ich glaube fest daran, dass die Stadtteilschreiberei mehr Spuren als nur dieses Buch hinterlassen hat. Jedoch blieben, wie eingangs erwähnt, die erhofften Reaktionen aus. Deshalb werden wir unser ursprüngliches Konzept auf den Prüfstand stellen, analysieren und neue Wege der Stadtteilschreiberei beschreiten. Das nämlich ist die Sache wert. Ja, und genau das haben wir dann gemacht. Ne? Das haben wir dann weiter versucht. Eben haben wir versucht zu machen. Ne? Ja, und, ja. Und dann kam Corona. Genau. Genau. Wie ging es weiter 2020? Wie, naja, wir hatten uns beraten und nochmal deutlich
dafür uns gemeinsam entschieden, dass das noch auf anderen Wegen zu den Menschen gebracht werden muss, also dass man es ihnen wirklich bringen muss, damit sie es denn auch lesen und sehen, was wir da so machen. Und dann kam eben Corona, da war ja erstmal Schockstarre, aber ich finde auch gar nicht mal so lang, also die Börse und viele andere und ich auch, glaube ich, haben da so ein bisschen Pionierarbeit geleistet mit Yuan, sind dann eben sehr schnell auf Sendung gegangen, haben berichtet. Ich habe dann über ein paar Wochen eben freitags als Stadtteilschreiber auf Yuan so 20 Minuten gefüllt mit Neues aus den Quartieren, mit ein bisschen Spökes und so haben wir das überbrückt. Aber so richtig gut anknüpfen konnte man in dem Jahr, in dem vergangenen Jahr dann eben nicht mehr. Genau, und im Moment ist es ja so, dass es, ja, deswegen sind wir jetzt hier über diesen dieses Medium auch verbunden, ja. Noch nicht so richtig absehbar ist, aber wir haben eine gute Nachricht, haben eben schon verkündet, ne? Der Stadtteilschreiber, ja, 2021 kann zumindest kann fortgesetzt werden. Was haben wir uns vorgenommen für dieses Jahr? Hoffentlich klappt's. Ja, was genau haben wir uns vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, dass nicht mehr nur ich mich darum treibe, sondern eventuell noch eine Kollegin, die ja jetzt im vergangenen Ende des vergangenen Jahres, glaube ich, oder war es Anfang, ich blicke nicht mehr durch, auch mit eingestiegen ist und einige Beiträge geliefert hat. Und dass wir das eben so ein bisschen umverteilen wollen auf andere Menschen, die auch schreiben können oder das noch so ein bisschen mehr erlernen wollen, wie man das denn macht. Und das Ganze soll ja dann Richtung Jahresende in eine Stadtteilzeitung münden. Das ist so der grobe Plan, oder? Ganz genau. Ich bin ja gerade ein bisschen zugange mit meinem zweiten Bildschirm und das ist das Bild von eben noch, passend zu den Bierchen, die du dann alle trinken musstest und das ist das quasi das Bild, wo ihr auch schon mal gemeinsam einen genau. Bericht verfasst habt, Nicole, Bolz und du. Und ja, und wie es so aussieht, wird auch dieses Duett, dieses Duo dann weiter arbeiten können. Das war heute eigentlich so die beste Nachricht. Ja. Ja, fand ich auch sehr schön. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Jörg. Erstmal bis hierhin an dich und für deine Stadtteilgeschichten und viel Erfolg uns allen mit die Einladung, der Fortsetzung. Dass ihr das gemacht habt und für die gute Zusammenarbeit der vielen letzten Monate. Dankeschön. Gleichfalls mit Jörg. Ja, wir würden jetzt gerne zum nächsten Buch kommen und zwar steht jetzt, Moment, jetzt muss ich doch noch mal eben hier meine Bildschirm anmachen. Das nächste Buch, was eben auch ein bisschen kurz nur gezeigt wurde, das ist nochmal der Jörg. So, der Hesselnberg, Leben und Kultur im Mittelpunkt Wuppertals. Und jetzt auch erstmal nochmal wie eben an Lothar die Frage, der auch diesmal Ideengeber war. Ja, wie kam es zu der Idee, dieses Buch zu erstellen? Naja, wir haben überlegt, welche Geschichten machen eigentlich den Hesselnberg aus? Also wo findet sich das Viertel in der Vergangenheit und in der Gegenwart wieder? Mit welchen Geschichten, die hat es erlebt und welche Fragestellungen oder Probleme haben die Menschen dort geprägt? Und von daher haben wir uns die Frage gestellt, gibt es eine Möglichkeit, verschiedenste Geschichten über den Hesselnberg zu sammeln, die ihn hier letztendlich auch ausmachen, also dann so ein Bild, ein Charakterbild des Viertels zeigen. Ja, und dann haben wir jemanden gesucht, also Personen gesucht, die das auch realisieren können. Und gefunden. Und zwar in Form von Christiane Gibbies und Arno Mersmann. Was hat euch eigentlich an der Aufgabe gereizt? Und,
Ja, eigentlich wussten wir beide, haben wir festgestellt, noch relativ wenig über den Hesselnberg. Also man fährt da eigentlich nur durch, sage ich mal, auf dem Weg zwischen Elberfeld und Barmen. Und so viel weiß man gar nicht. Da haben wir uns natürlich erstmal zusammengesetzt. Was können wir da machen? Haben erstmal gesehen, womit haben wir beide uns bisher beschäftigt? Christiane mehr im kulturellen Bereich. Ich habe mich viel mit der Geschichte Wuppertals beschäftigt. Und da kamen auch schon so einzelne Punkte zusammen, die auch am Hesselnberg spielten. Das war so der Ausgang dessen, wie wir dann vorgegangen sind. Vielleicht kann ich ergänzen. Also ich hatte mich schon mal intensiv mit dem Skulpturenpark beschäftigt und dem Lackfabrikanten Dr. Kurt Herberts, der ja da seine Villa hatte und da gelebt hat und auch eben auf dem Hesselnberg auch die Lackfabrik, die heute, glaube ich, Axalta ist. Und daher war mir der Hesselnberg schon ein bisschen vertraut, aber auch wirklich nur an diesem Punkt. Und was sich dann drumherum alles ergeben hat, das hat mich auch wirklich erstaunt. Und ja, das eigentlich so ein bisschen Wuppertal im Kleinen, habe ich so empfunden. Die vielen Kulturgeschichten, Gewerbe und da ist alles so. Und dieser tolle Park natürlich, die vielen Waldgebiete, der Mittelpunkt, der da irgendwo unter den Brombeeren sozusagen verborgen ist. Also das hatte schon einen großen Reiz. Wir dann natürlich quasi, würde man sagen, von Haustür zu Haustür gegangen, haben geguckt in den einzelnen Straßen, in den Häusern, was ist dort zu sehen, welche Einrichtungen gibt es da, um uns so ein Gesamtbild von dem Stadtteil zu machen. Und dabei haben wir dann zum Beispiel auch gefunden, was vorher keiner wusste, dass es eine Dudelsack-Kompanie gibt, zum Beispiel am Hesselnberg. Also mal abgesehen von diesen ganzen wunderbaren kunstgewerblichen Geschäften, die Bandfabrik Kafka und also da gibt es so viel besondere und wirklich erstaunliche Dinge, dass es eigentlich sich immer mehr entfaltet hat und immer interessanter wurde. Die Geschichte des Hesselnbergs oder das, wie er sich entwickelt hat, hat ja viel mit dem zu tun, was auch ganz Wuppertal betrifft. Das hast du ja eben schon mal erwähnt, Christiane. Der Hesselnberg ist irgendwie auch ein Wuppertal mit allen Eigenschaften im Kleinen. Ihr werdet uns ja gleich noch ein paar Episoden vorstellen und aus der Geschichte des Hesselnbergs erzählen. Inwieweit ist das ein Blick in die Historie des Stadtteils besonders interessant? Warum ist das ja, wie soll man sagen, interessant? Ja, es war eigentlich schon immer so, dass genau auf halber Strecke quasi zwischen Elberfeld und Barmen sich vieles kulminierte, was ganz Wuppertal betraf. Zum Beispiel die frühe Gewerkschaftsbewegung. Wuppertal ist ja eine Arbeiterstadt und die Gewerkschaften trafen sich zunächst mal hier in dieser Gegend eben auf halbem Weg zwischen Barmen und Elberfeld. Und die Berufe, die es hier gab, sind auch so ein bisschen was wie das, was Wuppertal ausmacht. Beginnen mit der Textilindustrie zum Beispiel. Alles hat es hier gegeben. Färbereien an der Wupper, Textilfabriken, aber auch die Arbeiter, die in dieser Branche tätig waren. Also so ein bisschen so ein Kulminationspunkt, was die gesamte Stadtgeschichte angeht. Ja, Lothar. Ja. Ja, gerade im Klappentext, in dem Ah. Buch, ist ja aufgenommen worden, eine spezielle Erinnerung, sage ich jetzt mal. Also es gab Menschen, die sind ja, haben hier gewohnt, haben hier im Textilbereich gearbeitet, in der Textilindustrie, aber sind auch dann weggezogen. Wahrscheinlich meinst du den Hermann Enters, Genau. gehe ich von aus. Ja,
Ich werde dazu auch, da haben wir auch was drüber geschrieben, werde ich auch gleich was zu lesen. Aber vielleicht muss man am Anfang schon sagen, wer das war, diese Person Hermann Enters. Geboren 1846 am Hesselnberg und hier mit seiner Familie an verschiedenen Orten gewohnt, oft umgezogen. Das war so eine typische Arbeiterfamilie in der Textilindustrie. Sein Vater hatte einen Webstuhl in der Wohnung und arbeitete für unterschiedliche Firmen im Auftrag. Und diese Familie musste sich irgendwie über die Runden bringen. Oft fehlte selbst das Geld, um die notwendigsten Lebensmittel zu kaufen. Und schließlich hat Hermann Enters mit seiner jungen Familie dann sich entschlossen, in die USA auszuwandern. Und dort hat er dann im Alter seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben. Da ist ein Teil, der vielleicht auch bei vielen bekannt ist, schon mal veröffentlicht worden. Diese Lebenserinnerungen sind 1970 aufgetaucht und Professor Göbel und ein Günter Vogt haben die zusammengestellt, redigiert und herausgegeben. Jetzt kam hinzu, weil wir auch Fotos suchten für diesen Artikel, habe ich dann den Professor Göbel angerufen und nach Fotos gefragt, worauf er meinte, da rufen Sie gerade richtig an, ich suche gerade auch nach diesen Fotos. Es gibt nämlich weitere Lebenserinnerungen von Hermann Enters, die jetzt erst aufgetaucht sind. Und er sitzt daran, die zu redigieren. Und dazu wird im Sommer, jetzt im Sommer 2021, ein neues Buch mit zusätzlichen Lebenserinnerungen erscheinen. Und er hat uns erlaubt, bevor dieses neue Buch überhaupt erscheint, schon mal vorab ein paar Sachen abzudrucken in unserem Buch Der Hesselnberg. Und ja, dazu habe ich auch hier was rausgesucht, was ich mal vorlesen wollte, was eben, wie gesagt, noch unbekannt ist. Okay, wir haben das untergebracht in, oder ihr habt das untergebracht in den Klappentext, damit es ein bisschen so eine andere Position bekommt, weil es ja so ein Vorabdruck ist von einem Buch, was erst im Sommer herauskommen wird. Ja, Arno, das wäre natürlich toll. Dann erzähl uns ein bisschen was davon. Gut, also geboren 1846, ausgewandert mit seiner Familie 1882. Und jetzt lese ich kurz was vor, so den Übergang quasi, als er noch hier in Wuppertal war, bevor es zur Ausreise ging. In den neuen Lebenserinnerungen wird auch viel zu lesen zu sein über dann seine erste Zeit in den USA. Er schreibt: Ich hatte mehrere Bekannte in New York. Allein, es wurde schon zur Zeit gesagt, wer nach Amerika geht, muss tiefer hineingehen. Ich besprach die Sache mit meinen Schwägern, welche meinten, sie wollten nach Witten schreiben, wegen der Adresse von Dellmann. Ich bekam die Adresse und schrieb gleich an Dellmann und bekam eine sehr wohlwollende, prahlerische und ermutigende Antwort von Dellmann. Den Brief hatte seine Frau geschrieben. Die Prahlerei hing ich aber gleich niedriger, denn danach schwammen sie nicht allein im Fett, sondern auch im Geld, obwohl sie kaum 2 Jahre dort waren. Ich schrieb ihnen einen Brief zurück, in dem ich alles von der sachlichen Seite ansah. Sie schrieben mir zurück, ermunterten uns noch mehr. Zugleich schrieben sie auch, was wir mitbringen sollten. Besonders sollte ich einen großen Schraubstock mitbringen und vieles andere. Eines Tages kam einer, den ich auch kannte und wollte meine Werkstatt aufkaufen. Er fing auch selbstständig an. Wir wurden uns einig. Ich verlor nichts dabei und dachte, fort mit Schaden. Nun hatte sich die Geschichte so entwickelt, ob ich wollte oder nicht. Ich musste nach Amerika.
Ich hatte ziemlich gute Möbel, zudem drei gute Betten und hatte bald alles verkauft, außer meiner Wanduhr. Die war gepfändet für Steuern, die ich noch nicht bezahlt hatte. Die ließ ich an der Wand hängen. 6 Kisten voll Stoff nahm ich mit, löste Billette für die Überfahrt. Es geht natürlich weiter. Das ist mal ein kurzer Ausschnitt. Es geht natürlich jetzt weiter, wie die Familie wirklich mit dem Schiff in die USA fährt und was sie dort erleben. Vielleicht noch ergänzen, es gibt eine lange Fortsetzung dann auch mit der Familie Bellmann. Es gibt eine lange Fortsetzung dieser Geschichte mit der Familie Dellmann. So viel will ich nur zu dem weiteren Verlauf des Buches sagen. Und dieses neue Buch wird erscheinen im Kölner Böhlau Verlag, wie Herr Göbel meint, wahrscheinlich Anfang des Sommers. Okay. Sehr interessant zu lesen. Ich wollte kurz einhaken, weil ihr hattet auch im Buch selber noch mal einen Text über das Leben im Böckmannsbusch, wo sich auch Hermann Enters äußert. Und dazu hattet ihr schöne Bilder gefunden, die ich wenigstens jetzt mal kurz zeigen wollte. Vielleicht kannst du da irgendwas zu sagen, kurz? Das ist ein alter Bauernhof, kann man quasi sagen. Der steht heute auch noch, natürlich saniert. Und das war eine der Wohnungen, in denen die Familie Enters lebte. Die zogen, wie gesagt, im Stadtteil öfters um. Mhm. Manchmal mussten sie raus, weil sie die Miete nicht zahlen konnten, mussten sich eine neue Wohnung suchen. Dann standen sie auch mal auf der Straße mit ihren kompletten Möbeln, wussten nicht wohin. So muss man sich die Zeit damals vorstellen, bis sie schließlich dann für längere Zeit am Böckmannsbusch eine Wohnung gefunden hat. Ach so, war das okay. Alles klar. Gut. Ja, es ist ein sehr altes Haus, steht heute noch, ist saniert, wohnen nette Leute drin und es ist aber heute vorwiegend privat genutzt, also nicht mehr gewerblich. Gut, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Der Hesselberg gab es ja auch in der Zeit, wo die NSDAP regierte. Da gab es eine Planung auf der einen Seite der Wupper unten am Haspel für den Mittelpunkt Wuppertals. Wuppertal ist ja ein Zusammenschluss von verschiedenen einzelnen ehemaligen Städten und man suchte einen gemeinsamen Mittelpunkt Wuppertals, und den wollte uns die NSDAP dann gerne gestalten. Ist zum Glück nicht dazu gekommen, aber es gibt dazu eine Geschichte, die habt ihr auch in dem Buch aufgeschrieben. Aber auch in dem Stadtteil gibt es Wohnungen, die von einer Wohnungsbaugenossenschaft errichtet und begleitet oder betreut werden bis heute. Und dazu gibt es auch eine Geschichte, die in dem Buch steht. Wollt ihr die noch ein bisschen erläutern? Das sind die beiden Häuser, die in der Hirschstraße stehen. Diese Häuser stehen am Unterbarmer Friedhof. Das waren die ersten, die der Wuppertaler Bau- und Sparverein 1929 gebaut hat. Weitere Häuser stehen in der Tat an der Hirschstraße. Also bis in die 1930er Jahre hat dieser Wuppertaler Spar- und Bauverein am Hesselberg gebaut. Und die interessante Geschichte ist nämlich, dass sich diese Genossenschaft, die von Gewerkschaftern gegründet worden ist, erfolgreich den Nazis widersetzt hat. Die Nazis hatten nämlich vor, Wohnungsunternehmen zusammenzuschließen, damit sie sich politisch neutralisieren. Und der gewerkschaftliche Bau- und Sparverein sollte sich mit einer anderen Wohnungsgenossenschaft, Allgemeine Baugenossenschaft hieß die, zusammenschließen. Da wohnten vor allem städtische Beamte, Lehrer, also die eher, sag ich mal, dem System friedlicher gesonnen waren als die Gewerkschafter. Das sollte politisch neutralisiert werden. Aber
Auf ganz geschickte Art und Weise hat sich der Wuppertaler Spar- und Bauverein, deshalb gibt es den heute auch nur noch, dem widersetzt. Und dazu könnte ich ein paar Beispiele aus Originalbriefen vorlesen, die hin und her gegangen sind zwischen Regierungspräsidium, Wohnungsverband und dem Wuppertaler Bau- und Sparverein. Diese geschickte Vorgehensweise, die über 4 Jahre dauerte, in der sie es geschafft haben, eben selbstständig zu bleiben. Ja, gerne. Dann lese ich mal ein paar Briefausschnitte. Einer vom Juni 1942. Da versuchte man schon mit Verzögerungstaktik vorzugehen. An der Besprechung über die Zusammenlegung am Freitag, dem 3. Juli, können wir leider nicht teilnehmen, da ein Vorstandsmitglied Soldat ist, ein weiteres im Krankenhaus liegt und das dritte Mitglied in Ferien ist. Wir bitten deshalb höflichst, die Besprechung um etwa 3 Monate zu vertagen. So, natürlich bekam man eine Antwort. Ich behaupte mal, der Wuppertaler Bau- und Sparverein bzw. der Vorstand spielte dann sowas wie Entsetzen über diese Antwort. Und zwar lautete die dann folgendermaßen: Der Vorstand und Aufsichtsrat unserer Genossenschaft hat sich in einer Sitzung mit der Zusammenlegung eingehend beschäftigt. Dabei ist besonders allen Mitgliedern der Organe die Art und der Ton ihres obigen Schreibens aufgefallen. Dass uns die Anerkennungsbehörde einen so unhöflichen Brief für unsere gemeinnützige und ehrenamtliche Arbeit geschrieben hätte, das hätten wir wirklich niemals angenommen. Dieses Schreiben ist für uns ein Dokument der Unhöflichkeit und Undankbarkeit. Ja, der Briefwechsel ging hin und her. Treffen wurden anberaumt, teilweise verlegt, teilweise auch nicht. Aber immer wieder fand man einen Grund, warum denn jetzt wieder irgendwas nicht funktionierte. Und nach 2,5 Jahren schreibt dann der Wuppertaler Bau- und Sparverein an seinen Verband zum Beispiel dieses: Der Verband Rheinischer Wohnungsunternehmen hat uns des Öfteren aufgefordert, uns mit der Allgemeinen Baugenossenschaft in Wuppertal-Barmen zu verschmelzen. Aus welchen Gründen wir uns verschmelzen sollten, hat uns aber bisher niemand gesagt. Ganz scheinheilig, sage ich mal, wollen sie das ganze Spiel wieder von vorne anfangen. Bis es den Nazis schließlich zu viel wurde, aber da war es schon 1944, wurde dieser ganze Vorgang von dem Verband an die Kreisleitung der NSDAP übergeben. Und zwar schrieb der Verband an die Kreisleitung: Gegen die Leitung des Wuppertaler Bau- und Sparvereins bestehen politische Bedenken. Ich bitte daher um Auswechslung der jetzt Verantwortlichen durch politisch einwandfreie Männer. Eigentlich müsste ich jetzt sagen Frauen und Männer, aber das steht hier nicht. Aber Mai, das war Mai 1944, die Bomben waren gefallen auf Wuppertal, die ganze Kriegssituation. Es gingen noch 2 oder 3 Schreiben hin und her, aber danach hörte man nichts mehr. Und ja, so gibt es den Wuppertaler Bau- und Sparverein bis heute. Da ist jetzt nochmal das letzte Schreiben, was du zitiert hattest. Ach so, da ist es. Genau, das hatte ich eben schon zu früh gezeigt. Jetzt haben wir es hier nochmal, also nochmal schwarz auf weiß. Ihr habt ja einige Dokumente zusammengesammelt, auch schöne Bilder, also schlimme Sachen, aber eben auch schöne Bilder. Wir machen jetzt nochmal so einen kleinen Sprung in die 50er Jahre.
Man hätte auch einiges noch an Bildern jetzt auch aus den aus der Kriegszeit nehmen können. Ihr habt einige interviewt, die am Hesselnberg wohnen, auch die Zeit erlebt haben. Unter anderem Frau Wienand, die jetzt in den 80er Jahren ist, also ich glaube 86 ist sie jetzt, die auch tatsächlich als Gast bei uns im Erzählsalon war und aus ihrem langen Leben erzählt hat. Und die hat auch eine sehr lange Zeit am Hesselnberg verbracht, lebt auch immer noch auf der Straße. Vielleicht möchtest du was dazu noch sagen? Ja, gerne. Also ich bin bei der Frau Wienand zu Hause gewesen. Die wohnt an der Straße Hesselnberg. Und zwar hat sie 1955, ah ja, da haben wir auch ein Bild. Das war wohl ungefähr 1955, genau, wo sie geheiratet hat und dann zum Hesselnberg gezogen. Die Eltern ihres Mannes hatten dort einen Baubetrieb und waren am Wiederaufbau der Gegend mit beteiligt. Sie sagte, es gab damals sogar 4 Baubetriebe am Hesselnberg. Allerdings gingen die natürlich, nachdem der Wiederaufbau fast abgeschlossen war, nach und nach dann ein oder wurden eingestellt. Ich habe ein schönes Zitat hier, was Frau Wienand mir erzählte, noch rausgesucht, weil wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es irgendwie wenig Treffpunkte gibt, wo man sich im Alltag treffen kann. Und das war auch Thema in meinem Interview mit der Frau Wienand gewesen. Und sie sagte Folgendes. Damals war die Kirche so etwas wie ein gesellschaftlicher Mittelpunkt. Man machte auch gemeinsame Ausflüge. Viele Gemeindemitglieder gehörten zum Beispiel dem Blauen Kreuz an. Alkohol war in der Nachkriegszeit ein großes Problem, vor allem, da die Leute kein Geld hatten. Wenn in den Fabriken der Lohn in der Lohntüte ausgezahlt wurde, holten die Frauen das Geld ihrer Ehemänner direkt am Betrieb ab. Das Blaue Kreuz hatte hier oben am Pniel, eine Ortsbezeichnung eine Art Ausflugslokal. Dahin gingen wir durch den Wald hoch. Dort konnte man Kaffee trinken, Kuchen essen und es gab nicht alkoholische Getränke. Und hier am Hesselnberg gab es sowieso keine Kneipe. Also die Kirche, die es heute gar nicht mehr gibt, ist aufgelöst worden am Hesselnberg, die war damals so etwas wie ein gesellschaftlicher Mittelpunkt gewesen, wo man sich traf und auch viel miteinander gemeinsam machte. Das vielleicht so ein kleiner Einblick. Ja, genau. Wir nähern uns der Neuzeit, aber wir bleiben beim Alkohol. Am Hesselnberg stand auch eine der größten Brauereien im Wuppertal. Das war die Firma Wickhühler. Und Christiane hat dafür eine ganz wunderbare, witzige Geschichte ausgebuddelt. Ja, also wir hatten ja schon gesagt, in der Anmoderation wäre auch gut zu sagen, welche Firma wohl damals die saure Gurke bekommen hätte für besondere Frauenfeindlichkeit. Aber ich glaube, so eine Auszeichnung gab es damals noch nicht. Ja, ich glaube, jeder, der in den 60er und 70er Jahren unterwegs war, auf der Straße oder auch Fernsehen geguckt hat, dem entgingen sie nicht, nämlich die Wickhühler-Männer. Und ich lese jetzt mal, also die Musketiere. Und ich lese jetzt mal ein dieses Stückchen vor aus dem Buch. Ich möchte vielleicht noch zu diesem Foto, was du jetzt eingeblendet hast, sagen, dass es wirklich unglaublich schwierig war, dieses Foto zu bekommen, weil Wickhühler war in der vordigitalen Zeit. Und dafür, da sind fast keine Bildvorlagen zu bekommen. Wir haben dann dieses gekriegt von der Pressestelle. Es gibt immer noch eine kleine Marke Wickhühler in der großen Raderberg
Gruppe. Und da hat der Pressesprecher dann wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, um uns dieses Plakat zumindest abzufotografieren. Es war sonst wirklich in keiner Bilddatenbank oder so, waren diese Männer mehr zu finden, die damals wirklich von allen, von allen Plakatwänden lachten. Also, heiße Kämpfe und heiße Küsse. Wickhühler vom Verschwinden einer berühmten Marke. Das Schicksal schießt schon manchmal quer, oft sieht man keinen Ausweg mehr. Gut, dass sich da noch Männer finden, die sowas spielend überwinden. Und solche Männer sieht man hier, Männer wie wir, Wickhühlerbier. Anfang der 1970er Jahre wurde die Bundesrepublik von einer Werbekampagne überzogen, der sich kaum jemand entziehen konnte. Drei gut aussehende, mittelalterlich gewandete und trinkfreudige Musketiere lachten für die am Bendal ansässige Wickhühler Brauerei von Plakatwänden, prosteten in Fernseh- und Kinowerbung der Nation zu und ließen Flugzeugwerbebanner über den Himmel fliegen. An den trinkfreudigen Mannen, niemand kam auf die Idee, beim Thema Bier auch Frauen anzusprechen, kam man nicht vorbei, auch nicht an Sprüchen wie typische Biertrinkereigenschaften wie Treue, Vitalität, Gemütlichkeit und ein bisschen Draufgängertum. In Lebensmittelläden wurde man bald auch von lebendigen Musketieren, Musketierpuppen und auffälligen Werbeaufstellern empfangen. Die Händlerinnen bekamen zum Dank 50 Mark von der Brauerei. Die Verkaufsfahrer der Wickhühler Brauerei konnten bei gutem Absatz mit Prämien rechnen. Großhändler wurden damit geködert, dass von Wickhühler losgeschickte Wagen mit kostenloser Ladung bei ihnen landeten, etwas Glück vorausgesetzt. Wie bestellt lief parallel auch die vierteilige Serie D'Artagnan nach Alexandre Dumas Roman Die drei Musketiere im Fernsehen, begleitet von der Werbetrommel. Da wechseln heiße Kämpfe mit heißen Küssen. Männer, wie kann man so einen heißen Abend besser genießen als mit einem kühlen Bier? Mit einem Bier, das nach Abenteuer und Würze schmeckt. Und damit nicht genug. Brauereieigene Kneipen wurden in bäuerlich-barockem Landsknechtstil eingerichtet, inklusive Tapeten, die mit entsprechenden Mustern bedruckt waren. Obertrommler und Entwickler dieser Kampagne war Wickhühler, oder dieser Kampagnen war Wickhühler-Verkaufschef Henry Reichert, der das Credo ausgab: Wir verkaufen nicht bloß Bier, sondern auch Atmosphäre. Der Erfolg gab ihm recht. Der Bierabsatz steigerte sich jährlich um bis zu 25%. Was da wohl das Blaukreuz dazu gesagt hat oder hätte. Ja, das ja. War. Und man fragt sich, warum die dann pleite gemacht haben. Ja, also ja, ich weiß gar nicht, ob die pleite gemacht haben. Also das war einfach eine große Konzentrationsbewegung. Es wurden, also Wickhühler hat selber am Anfang so agiert. Ein Wickhühler hat dann eine Frau Küpper geheiratet, aber nur um sich gleich wieder von ihr scheiden zu lassen, damit die beiden Unternehmen zusammenkamen. Also es war ein hochkonzentriertes Gewerbe und immer stärker. Und in den 90er Jahren konnte das wahrscheinlich nicht mehr aufgefangen werden. Also es war ein Unternehmen mit 1500 Beschäftigten zu Hochzeiten, also wirklich ein großes Geschäft. Und also in Wuppertal gibt es keinen Wickhühler mehr. Es gibt es eben noch als Marke unter einem großen Dach einer großen Brauergruppe. Mhm. Ja, das war das Ende von Wickhühler. Ja, also ich muss gerade dran denken, dass wir im Rahmen mit Stadtteilschreiber, glaube ich, mit Jörg zusammen und der Demokratiewerkstatt die Räumlichkeiten, die da ja noch in Wickhühler City bestehen, so kleine verwinkelte Gänge, da kann man dann noch Einblick nehmen teilweise. Es sind nur Sachen vorhanden, also die was mit der Brauerei zu tun haben. Da ist ja jetzt die offene Tür für Kinder am Hesselnberg, die auch eine eigene Geschichte hat, die wir jetzt hier nicht erzählen können.
die hoffentlich dieses Jahr irgendwie wieder mal aufmachen können. Aber das war dann auch mal ganz interessant. Also aber die Musketiermänner hast du da auch nicht gesehen. Also weil, wie gesagt, wir haben sie gesucht, also das war wirklich die aufwendigste Fotorecherche, ja, die ich je gemacht habe, für ein Motiv, was eigentlich millionenfach verklebt worden ist auf Plakaten. Ja, verrückt. Also ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut an diese Reklame erinnern und dass wir immer die nachgespielt haben. Ja, ja. Und aber die sind mir weder lebendig noch als Gespenster erschienen. Also. Ja gut, weil dann wäre das ein Versäumnis von uns. Ja, ja, nein, also kann ich nicht mit Ihnen leider. Aber es gibt noch was Geschichte geschrieben hat, nämlich diese Metapher über die Wupper gehen. Genau. Und da habt ihr auch etwas Interessantes herausgefunden, dass das tatsächlich eine Geschichte hat, die in Wuppertal spielt. Genau. Und zwar in der Justizvollzugsanstalt Bendal, die es damals noch gab. Also als ich in den 70er Jahren nach Wuppertal kam, weiß ich noch, dass man immer an diesem langen, an dieser langen grauen Mauer vorbeifahrt, die so ein bisschen mit künstlerischen Mosaiken ganz leicht verziert war, aber es war eigentlich eine sehr trostlose und also einfach ein trostloses Stück Stadt, an dem man da immer vorbeifuhr, da wo jetzt der Mediamarkt steht. Und ich lese einfach mal das vor, auch dann am Schluss noch einen Abschnitt über die Justizvollzugsanstalt. Wo man über die Wupper ging, die Justizvollzugsanstalt Bendal. Ein ohrenbetäubender Knall erschütterte im April 1980, einen Tag vor dem geplanten Umzug der Justizvollzugsanstalt ins neugebaute Gefängnis am Simonshöfchen, einen ruhigen Sonntagmorgen am Bendal. Die Stahltür des Gefängnisses war aufgesprengt worden. 5 Häftlinge lösten sich aus einer Gruppe, die vom Gottesdienst zurück in ihre Zellen gebracht wurde, und schlüpften durch das Loch in die Freiheit. 2 von ihnen wurden schnell wieder eingefangen. 2 Jugoslawen und der Italiener Arcangelo Maglio, ein auch Erzengel genannter Mafiaboss, sprangen in einen vor der Gefängnismauer wartenden Alfa Romeo und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Fahrer des Alfa, so ermittelte die Polizei später, war der bekannte Mafia-Killer Giorgio Basile. Erzengel Maglio saß unter anderem wegen des Verdachts auf Schutzgelderpressung im Bendal, im Volksmund auch Bad Bendalo genannt. Zu den Schutzgeldverhandlungen bei einem Essen in Schloss Lündenbeck hatte Maglio seine Anwälte mitgebracht, die später wegen Mittäterschaft angeklagt wurden. Einem von ihnen gelang es, sich während des Prozesses ins Ausland abzusetzen. Die Mafia war zu dieser Zeit in Wuppertal so aktiv, dass der damals zuständige Staatsanwalt Björn Bachmann nur bewaffnet auf die Straße gegangen sein soll. Ihm war bewusst, dass nach der Flucht des Erzengels bald neue Köpfe der Mafia nachwachsen würden. Arcangelo tauchte 4 Monate, nachdem er freigesprochen worden war, in seiner Heimat Kalabrien wieder auf. Hier wurde er nicht bestraft, geschweige denn ausgeliefert, sondern wegen guter Leistungen in Deutschland gelobt und befördert. Nach einem Bericht des Spiegel wurde er später von seinen eigenen Leuten erschossen. Und jetzt lese ich noch ein bisschen zu der Geschichte des Bendal. Das 1879 fertiggestellte Gefängnis am Bendal war für 550 Häftlinge ausgelegt, jedoch ständig überbelegt. Bis 1912 wurden hier auch Hinrichtungen vollzogen. Das führte zu der Redewendung über die Wupper gehen, wenn jemand zu Tode kommt. Kurz vor dem Ende der Nazizeit waren politische Gefangene aus dem Gefängnis geholt und in der Wenzelnbergschlucht bei Solingen erschossen worden. Bis 1969 fehlten menschenwürdige sanitäre Einrichtungen. Es gab nur Kübel, die von den Häftlingen geleert werden mussten. Der Bau war außerdem hoffnungslos überaltert und, wie sich nach der Flucht der Mafiosi zum guten Schluss noch erwies, nicht sicher. So wurde 1980 die Justizvollzugsanstalt Simonshöfchen als moderne und gesicherte Strafanstalt in Wuppertal-Vohwinkel in Betrieb genommen und Bad Bendalo abgerissen. Ja, das ist die Geschichte.
ich sehr aufschlussreich. Dankeschön, Christiane. Ja, wir wollen in einen anderen Bereich einsteigen am Hesselnberg, und zwar in den heutigen Skulpturenpark und da ein bisschen in der Vergangenheit herumkramen. Der Skulpturenpark bzw. die Villa Waldfrieden ist ja 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden. 47 ist sie gebaut worden. 47? Ja, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber es ist egal. Also. Und Eigentümer und Bewohner der Villa Waldfrieden war Dr. Kurt Herberts. Und die Firma, die gab es ja schon seit dem 19. Jahrhundert in Wuppertal. Und es gibt eine Geschichte, die auch in der Nazi-Zeit spielt, die du uns jetzt vorstellen willst. Genau, ja, das ist eine Geschichte, die ich jetzt erzähle. Also der Lackfabrikant Dr. Kurt Herberts hatte das Unternehmen von seinem Großvater in den 20er Jahren übernommen. Er war ein sehr tatkräftiger Unternehmer, aber auch sein Vater und sein Großvater. Und er wurde dann in den 20er, 30er Jahren groß, indem er Kunstharzlacke einführte. Also damals gab es nur diese Naturlacke, da gab es keine Rohstoffe mehr, und die Kunststofflacke trockneten sehr schnell. Und dadurch hatte der Herberts einfach einen unglaublichen Marktvorteil. Und sein Pech, oder wie man das auch immer nennen will, war, dass er sozusagen das Unternehmen in den beginnenden Nationalsozialismus hineinsteuerte. Die Firma wurde dann kriegswichtig später, weil eben Farben und Tarnanstriche und so etwas hergestellt wurden. Aber Dr. Kurt Herberts hat sich eigentlich davon nicht beirren lassen. Also er war kein Nazi. Es ist eigentlich auch nachgewiesen, dass er niemals in der Partei war, obwohl er eben große Lieferungen natürlich an den Staat machte. Und er hat dann unter anderem in der Nazi-Zeit den Künstler Oskar Schlemmer und auch Künstlermaler Willy Baumeister, die von den Nazis verfemt waren, die aus ihren jeweiligen Professoren Jobs entlassen worden waren, in sein Unternehmen als Professoren für Malstoffkunde geholt und hat mit ihnen dann, also die machten dann sehr subtile Farbstudien und machten künstlerische Konzepte und arbeiteten also in diesem ja um sie herum aufflammenden Wahnsinn und immer schlimmer werdenden politischen Verhältnissen, dass sie einfach da so die Kunst hochgehalten haben und auch ganz hochphilosophische Schriften verfasst haben, also alles sehr im Sinne von Kurt Herberts, und er war auch aktiv dabei. Und sie waren eben dann von 1937, also vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, bis 1943 dann Wuppertal auch in Trümmer fiel, auch das Institut für Malstoffkunde mit unendlich wunderbaren Kunstwerken auch verbrannt ist. Und 1943 starb dann auch Oskar Schlemmer, der schon krank gewesen war und der natürlich auch gebeutelt war von diesen ganzen Umständen. Er starb, und damit war sozusagen das künstlerische Zentrum eigentlich auch weg. Und wie gesagt, Wuppertal versank im Krieg und in Trümmern. Und dann gingen eben diese Herberts-Künstler auch wieder weg. Also Franz Krause, der gehörte zu diesem Trio, der ist geblieben und hat dann als Architekt für die Villa Waldfrieden dann gearbeitet. Also er hat zusammen mit Herberts dieses runde Haus, dieses sehr eigenartige und aber auch sehr, sehr schöne Haus entworfen. Ja, das ist vielleicht das, was. Und natürlich ist Herberts dann nach dem Krieg auch sehr schnell wieder groß geworden. Ich denke, das wissen auch alle, die da gelebt haben, also mit Riesenwerbung. Und ganz Deutschland lag ja in Trümmern und musste neu angestrichen und repariert werden. Dann kam die große Heimwerkerwelle.
Und also diese Fabrik ist lange, lange sehr groß geblieben, bis in die 70er Jahre. Da war Herbert selbst dann alt und es kam eben auch diese Konzentrationsbewegung der Großchemie. Die Anlagen wurden sehr viel aufwendiger und so. Und dann hat die Höchstgruppe, hat dann Herberts übernommen. Und danach kam dann, glaube ich, Höchst und dann kam, glaube ich, Dupont und jetzt eben Axalta. Aber es ist ein Unternehmen mit einer ganz tollen, wirklich sehr besonderen Unternehmensgeschichte. Also Herbert war Anthroposoph und hatte eben ein sehr starkes humanistisches Engagement. Er war Kunstsammler und auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter, wenn auch also kein besonders progressiver, also eher ein, aber auch ein Hierarch der alten Schule, aber doch auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Unternehmerpersönlichkeit. Lothar, du bist weg. Entschuldigung, ich habe mich eben einfach kurz mal abgeschaltet. In dem Buch gibt es mehrere Geschichten zu dem Thema Dr. Kurt Herberts und die Entwicklung von Herberts bis Axalta ist da beschrieben. Ja, herzlichen Dank an Christiane, herzlichen Dank an Arno. Wir kommen zum dritten Buch, was im Dezember über den, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger Hesselnberg erschienen ist. Ich begrüße Dieter Jandt. Hallo. Ja. Der hat vor allen Dingen Geschichten geschrieben, die vom Hesselnberg zeugen, aber vor allen Dingen über das Tal und darüber hinausgehen. Willst du etwas zu dem Buch erzählen, kurz? Ja, ich kam also dazu, dass ich irgendwann gedacht habe, doch einmal ein Buch hier über die Gegend, über die Gegend um mich herum zu schreiben, über Leute, die mir auffallen, die mir beschreibenswert scheinen. Und so fing das an, also dass ich jemanden gesehen habe und ich gedacht habe, der ist vielleicht ein bisschen, der ist beschreibenswert. Was ist los mit dem? Und dann spannen sich die Geschichten sofort weiter und dann habe ich dann irgendwann gedacht, da wird ein Text raus. Da kam noch einer hinzu, noch ein Text, noch eine Begebenheit, die ich beobachtet habe. Und dann habe ich bald gedacht, ob ich da nicht ein Buch draus machen könnte. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich, weil ich da ich früher viel gereist bin, auch heute noch reise, warum sollte ich das nicht meine Erinnerungen auch ausweiten und in dieses Buch mit hineinnehmen? Deswegen der Titel Im Tal und darüber hinaus. Weil so gesehen das Tal zu eng war. Okay, ich glaube, dein Lieblingsreiseland, habe ich bisher vernommen, ist eher Thailand. Wenn du in Wuppertal, also in diesem Tal bist, dann bist du dort zu finden. Ist das richtig? Ja, also ursprünglich wollte ich, naja, ich bin anfangs in Europa gereist und dann wollte ich mal weiter weg. Dann war es die Türkei dreimal in den 80er Jahren. Dann kam Pakistan und Indien und Sumatra. Und dann wollte ich eigentlich nach Laos. Ich bin auch dahin gefahren und musste dann durch Thailand. Ich wollte mit Thailand eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich musste aber mit dem Zug, mit dem Bus durch von Bangkok aus quer durch Thailand bis in den Norden, um nach Laos zu kommen. Und bin dann immer wieder, aber auch in Thailand, hatte mit Thailand zu tun, bin durch das Land gereist. Und so kam das, dann hat sich das so ergeben, dass ich gewissermaßen in Thailand hängen geblieben bin. Und jetzt reise ich, wenn es geht, alle zwei Jahre nach Thailand. Im Moment geht es nicht wegen der Pandemie. Und aber ich plane das mal für Ende des Jahres und meine Planungen sind eigentlich, also normalerweise wäre ich jetzt da für ein halbes Jahr und werde sehen, dass ich Ende des Jahres dann für ein halbes Jahr dort bin und dann hier und dann wieder dort und hier so wechseln. Okay. Du kommst ursprünglich nicht aus Hesselnberg, sondern aus Remscheid. Ja. Wieso bist du denn dann im Hesselnberg gelandet? Was gefällt dir denn hier so?
Ja, das hat eigentlich auch mit Reisen zu tun. Das war das erste Mal Ende der 80er Jahre. Da habe ich noch in Remscheid gewohnt und glaubte aber, das waren für mich immer so kleine Fluchten. Obwohl diese Flucht war gar nicht so klein und so kurz. Das war ein halbes Jahr. Türkei, Pakistan, Indien. Und habe dann, weil ich nicht für dieses halbe Jahr die Miete zahlen wollte, meine Wohnung leer geräumt in Remscheid. Aber auch, das kann ich ja gestehen, die letzten 3 Monate Mieten gar nicht mehr gezahlt. Ich bin also wirklich geflohen. Und ich habe es mittlerweile zurückgezahlt, ist ja auch schon eine Weile her. Und bin dann wiedergekommen und habe gemerkt, hier ist eine Wohnungsnot in Remscheid, Wuppertal und so. Und hatte keine Wohnung mehr und musste dann immer mit einer Plastiktüte, bin ich von einem Freund zum anderen und bin dann immer für 2-3 Tage untergekommen und habe lange eine Wohnung gesucht und habe sie dann hier gefunden. Und ich hatte jetzt, das ist jetzt 33 Jahre her, bislang keinen Grund gefunden, hier wegzuziehen. Also du wohnst hier, weil du keinen Grund hast, wegzuziehen. Ja, also es ist eine schöne, ruhige Gegend, der Hesselberg selbst nicht. Die Straße ist ja ziemlich laut, alleine wegen des Busses. Aber da, genau diese Hinterhöfe, das ist aber auch das Ambiente, wie ich in Remscheid groß geworden bin, diese Hinterhöfe. Und das wirkt ja alles recht beschaulich. Und das war eigentlich eine glückliche Kindheit. Wir hatten immer eine Bande als Kinder und haben dann in diesen Hinterhöfen gespielt. Ja. Und hier ist das ja auch so. Das sind ja Hinterhöfe zwischen Hesselberg und Hirschstraße. Und das ist schön ruhig und recht beschaulich. Und auch wenn das nur 100 Meter vom Hesselberg sind, ist das ein ziemlicher Unterschied. Ja, das ist eine typische Ansicht von Bergisch Pepita, sage ich jetzt mal. Und da gibt es fast immer, na gut, das Bild jetzt ist natürlich der Elisenturm, das ist was ganz anderes. Aber die Hinterhöfe in der Stadt haben fast immer auch eine Teppichstange. Genau. Irgendeine Geschichte. Genau, das ist ja auch in einem meiner Texte zu finden. Soll ich sie vorlesen? Da kommt Teppichstange vor, und zwar: Wir fielen wie die Katzen. Also Katzen fallen ja, wenn sie fallen, auf die Füße. Und da ist mir dann ein Text so eingefallen, beim Blick aus dem Fenster. Einmal die Dinge von hinten betrachten, daran entlang schauen, an den Fassaden. Dabei ist es keinesfalls das erste Mal, dass ich die Rückfronten der Häuser betrachte. Jeden Morgen, wenn ich die Fenster öffne, habe ich sie im Blick, aber nur flüchtig. Schaue sonst nicht hinter die Kulissen, nehme kaum die 5, 6 mietshaushohen Wände mit abblätternder blasser Farbe wahr, von denen eine in der Mitte einen matten gelben Farbton trägt, ansonsten weiß, vom Regen der Jahre schmutzig weiß. Die Balkone in die Fläche eingeschnitten, einige rotmetallene Balustraden, viele mit Blumenkästen und Nippes aus Stroh und Bast an den Wänden, wie Hinterlassenschaften aus Zeiten, da Spießer unsere Gegenden besiedelten. Dabei tun sie es bis heute. Am Nachmittag toben die Kinder durch die Gärten, schlagen Räder. Mädchen mit anmutigen Bewegungen wie in Zeitlupe, Ballettösen nachahmend, mit weit über die Köpfe ausgestreckten Armen und auf den Zehenspitzen trippelnd. Wo haben sie sich das abgeschaut? Manchmal auch Ruppigkeiten. Der blonde Junge, der vom qualmenden Grill geschubst wird, weil das Männersache ist. Der dann dasteht, etwas abseits nun und weiterhin auf das Geschehen am Grill schaut, auf die Zange, die von einem behaarten Arm gesteuert Rippchen wendet auf die weiß glühenden Kohlen und der das alles nun doof findet und sich abwendet, verlegen auf seine Sandalen schaut, weil er gerade sein Gesicht verloren hat oder es ihm genommen wurde mit einem einzigen Schubser. Erinnerungen an die angerostete Teppichstange, über die wir von Hauswand zu Hauswand balancierten und von der aus wir das Dach des niedrigen Anbaus zu erklimmen suchten. Wenn wir abrutschten, fielen wir wie die Katzen auf die Gehwegplatten. Erinnerungen an die geiergesichtige Alte, die aus dem Klofenster heraus meckerte, wenn wir uns gegenseitig zuriefen, uns anfeuerten beim Wettkampf, beim Ringkampf. An die Mutter, die in der 4. Etage ihren Kopf aus dem Küchenfenster streckte,
weil es aus unserer Bretterbude, die wir unten an der Hauswand gebastelt hatten, verdächtig hervorqualmte. Raucht ihr da unten? Jetzt nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Jetzt schaue ich auf das mit Teerpappe gedeckte flache Dach des Anbaus unter mir, den schmalen Rauchabzug, der daraus hervorlugt und wohl niemals mehr Rauch von sich geben wird, weil dort niemand mehr eingeheizt wird. Weil dort nur noch Gerümpel steht, das niemand braucht, abgestellt. Wo ist die Teppichstange geblieben? An den Fassaden leere Fensterhöhlen, meist gardinenlos. An den Rückfronten muss man, so scheint es, nichts verbergen. Da kann niemand hineinschauen, weil gegenüber keine Häuser auf gleicher Höhe sind. Nur darunter, an der abschüssigen Straße. In lauen Sommerabenden nackte Arme, die über Balkonbrüstungen gewinkelt sind, Sonnenschirme, deren Stoffe sich leicht im Wind regen. Eine Frau mit bunter Schürze lehnt oben gegen die Brüstung und man denkt an sonntäglichen Bratenduft, schaut über das Tal auf die Schwebebahn, die in ihrem Gerüst von Osten nach Westen ruckelt und zurück hier unhörbar. Schaut auf den orangefarbenen Elisenturm zwischen den Buchen auf dem Hang gegenüber, auf den Grillmenschen tief unter ihr, der mit der Zange nun die Rippchen verteilt, auch eines auf dem Pappteller des blonden Jungen gibt, der schüttelt den Kopf, keine Lust auf Fleisch und Knochen jetzt nicht. Läuft über die Wiese, öffnet das Gartentor, setzt über die nächste Wiese, drückt sich an den Backsteinmauern des Anbaus entlang und schielt zum Balkon über ihm hinauf, auf sich nicht eines der Mädchen, die sonst immer Räder über die Gehwegplatten hinwegschlagen, dort zeigt, wo er schon daran gedacht hat, es ihnen doch einmal zu zeigen, dass er auf Händen darüber spazieren kann, über die Platten, zumindest ein paar Meter. Niemand ist zu sehen, dort oben nur Wäsche flattert, an Leinen hängt, Handtücher, T-Shirts, bunte Laken. Also versucht er es allen ohne, allein, ohne Zeugen, hält die Hände über den Kopf, biegt den Oberkörper zurück und nimmt Schwung, kommt in den Handstand und stemmt sich mit den Sohlen der Sandalen gegen die Hauswand. Zögert, weil er noch nicht den richtigen Moment gefunden hat, sich abzustoßen, um den ersten Meter zu versuchen auf Händen. Ein paar Münzen fallen aus der Hose und kollern über die Gehwegplatten, Taschengeld von dem mit der Zange. Erinnerungen an den einfältigen Nachbarjungen, der aus der Schule kommend seine Mutter herausschellte und ihr vom Erdgeschoss aus durch den schmalen Zwischenraum im Treppenaufgang bis in die vierte Etage hinauf zurief, Mama, ich habe eine 6, worauf sie mit Lockenwicklern im blassblonden Haar ihm eine Münze hinunterwarf, damit sie ihre Ruhe hatte. Und er dann gleich im Laden an der Ecke Schokoriegel kaufte, 2, manchmal 3, wovon wiederum ich, wenn ich sofort hinunterlief, einen abbekam, weil es sich damit Freundschaften einhandelte, während ich für eine 4 gleich was hinter die Löffel bekam, was aber zu verschmerzen war. Besser als ein Grill weggeschubst zu werden. Wir futterten die Schokoriegel unter der Teppichstange, die irgendwann, ich weiß nicht wann, von einem fahrenden Schrotthändler auf seinen klapprigen Wagen geworfen worden war, und wir fielen nicht mehr wie die Katzen. Eine Weile schlichen wir noch an den Häuserwänden entlang, unter den Balkonen her, aber das war auch bald vorbei. Das war die Geschichte. Mal ganz kurz, ich habe da eben den Elisenturm auch unter vielen anderen Bildern gehört und vors geistige Auge bekommen. Da ist er jetzt mal abgebildet. Der hat für dich aber auch, dieser Ort hat eine besondere Bedeutung für dich. Ja, mittlerweile. Entschuldigung, mittlerweile, weil ich da im Frühjahr, im Sommer und bis Oktober, also bis zum Spätherbst, bestimmt 2-mal oder 3-mal die Woche hochradle oder so, gehe und dann mich da hinsetze mit Blick auf den Elisenturm, auf die Glaskästen, in denen Kakteen gezüchtet werden und sonstige Pflanzen. Und dann, wo man einen wunderbaren Blick hat auf den Elisenturm, dahinter die Südhügel, an denen ich ja wohne. Und dann versuche ich mich seit 1,5 Jahren an Gedichten. Die kann ich da wunderbar, wenn ich mich da hinsetze, schreiben. Manchmal mit einem MP3-Player auf den Ohren. Und das ist für mich einer meiner Lieblingsplätze. Das ist zwar jetzt nicht der Hesselnberg, aber da habe ich den Hesselnberg im Blick.
Kann man gut nachvollziehen. Ist ein sehr schöner Ort in Wuppertal, das stimmt. Möchtest du vielleicht noch was? Ich habe das eben leider versäumt, die Fotos rechtzeitig reinzuschieben. Möchtest du gerne noch was zu Thailand sagen? Du hast ja uns da ein paar schöne Fotos auch mitgebracht. Ach so, ja. Ich bin also bald. Ich wollte also ursprünglich, ich war dann auch in Laos. Ich war insgesamt 3 Monate unterwegs. Dann aber auch seit 2001 in Thailand und bin oft quer durch Thailand gefahren, war immer auch da 3 Monate unterwegs. Und meistens bin ich also im Norden, und das ist hier ein Foto von einer Tempelanlage in Chiang Rai, das ist die Provinzhauptstadt im Norden des Landes, und mit einem vollkommen blauen Tempel. Es gibt auch in der Nähe von Chiang Rai einen komplett weißen Tempel. Das sind Tempel, die meistens von reichen Schauspielern oder sonstigen oder Malern, die ihr Geld da rein investieren und sehr viel Einheimische anziehen, die dann in diesem Fall auch mit ihren SUVs übers Tempelgelände fahren. Das ist also eigentlich ein unangenehmes Gehen über dieses Tempelgelände, aber schon beeindruckend, wenn man, wir sehen ja nur hier, wie heißt das, die Stupa, und wenn das ganze Tempelgelände in Blau gehalten ist und dann auch halt sehr interessant, weil ja alles sehr exotisch ist, die Speisen, die da angeboten werden, die Riten, die da abgehalten werden, dass man also so kleine Boote kaufen kann aus Palmblättern und da rein, um Glück zu haben, eine Haarsträhne sich abschneiden lässt, da reinlegt, ein Fingernagel, ein Stück Fingernagel da reinlegt, eine Kerze, Räucherstäbchen und so weiter und so fort, und sie dann auf so ein kleines Wasser setzt und dann bringen sie Glück. Das war da dieses Erlebnis in diesem Tempel, 10 Kilometer von Chiang Rai entfernt, nahe an der Grenze zu Burma. Ja, und das ist hier in Chiang Mai, die andere große Stadt im Norden von Thailand. Das ist zu Zeiten des Loy Krathong. Loy Krathong ist ein Fest, wo dann auch diese größeren Boote aufs Wasser gesetzt werden. Früher aus reiner Natur, aus Bananenblättern und so weiter und auch mit Fingernagelhaarbüscheln, Obst und so weiter und so fort. Und jetzt aber sind diese Boote, Rundboote, diese Krathongs heißen sie, aus Styropor und werden dann millionenfach aufs Wasser gesetzt und dann müssen sie irgendwann wieder rausgefischt werden. Und zu diesem Behufe werden dann auch in den Tempeln, in den Werkstätten solche Tierfiguren gebastelt aus Pappe und Gips. Das ist also ein Elefant, ein heiliger Elefant. Ich glaube, der heißt Ganesha zumindest in der indischen Mythologie. Und ja, das sind Vorbereitungen. Das wiederum ist, glaube ich, wieder in Chiang Rai. Und zwar in der Nähe des Marktes. Thailand und Laos haben ja sehr faszinierende Märkte mit exotischen Früchten und Gemüsearten. Mit sehr viel, also da ist sehr viel Gewusel. Die sind immer interessant, Märkte zu besuchen. Und die saßen außerhalb des Marktes, bieten meistens auch außerhalb des Marktes ihre Kräuter, Bergkräuter an und warteten, glaube ich, auf einen dieser Tuk-Tuks, dieses rote Pferd, das ist ein Tuk-Tuk oder Songtao, wo dann bis zu 10, 15 Personen draufpassen, um dann in die Bergdörfer zu fahren. Also man kann da schon sehr viel erleben. Ich habe da auch immer Radioarbeit gemacht, also meine Aufnahmegeräte mitgenommen und dann Interviews geführt und dann die Sachen hier, also Reportagen daraus gemacht. Okay, jetzt habe ich so eine Frage. Deine Geschichten, die du so angeschnitten hast, sind die vorwiegend aus eigenen Erlebnissen heraus erzählt? Oder entspringen die einfach deiner Fantasie? Beides. Also es gibt da zum Beispiel diesen einen Text, wir wollen noch schnuppern. Ursprünglich sah ich ein Pärchen am Landgericht mit einem Hund an der Leine und sie hatte es eilig, er hatte den Hund an der Leine und
meinte zu seiner Frau, wir wollen hier noch schnuppern. Das war für mich der Anlass, was ist das denn? Die identifiziert sich mit seinem Hund und hat sich sofort eine Geschichte daraus entwickelt und so weiter und so fort. Also der Rest ist dann Fantasie. Mhm. Und dann gibt es ja auch einen anderen Text, unterhalb das Waldstück unterhalb des Skulpturenparks, wo ich mich dann erinnere, ähnlich wie mit diesem Text mit der Teppichstange, wo ich dann tiefer in den Wald hineingehe und dann die Vorstellungen habe, an früher den Kirchenpark in Remscheid war das allerdings, wo der Dächern dann immer aus der Kirche kam und mit uns Fußball spielen wollte. Und gleichzeitig Erich Rebeck, und das ist tatsächlich so gewesen, mich in der Schule nicht aufstellen wollte, obwohl ich ein sehr guter Fußballer war. Und das werde ich ihm nie verzeihen. Der hat mein Talent also nicht erkannt. Und das ist halt wirklich so gewesen. Das wirkt so hier in diesem Buch. Was spielt er sich denn da zusammen? Das war was. Und das ist, ja. Und das ist halt immer eine Mischung aus, entweder es wird meist angeregt durch Dinge, die passieren, die ich beobachte, und der Rest ist dann Fantasie. Dann haben wir noch einen Text gefunden, der handelt von Sumatra und natürlich weit darüber hinaus. Was ist denn an dieser Geschichte eigenes Erleben und Fantasie? Also da ist naja, da ist viel eigenes Erleben, weil dieser Dschungel aus Sumatra, der hat mich immer sehr interessiert. Deswegen bin ich da hingefahren. Und dann habe ich auch natürlich nicht alleine mehrere Gänge in den Dschungel gemacht, 5 Tage. Wir haben uns auch einmal verirrt und dann glücklicherweise wieder zurückgefunden. Und was ich aber da gesehen habe, vor allen Dingen von Baumstämmen, die Jahrzehnte brauchen, um zu verwesen, um sie aufzulösen, nicht. Oder eben nicht im Nichts. Das hat mich sehr fantasiert. Und halt immer, wenn ich hier rausgehe und will am Skulpturenpark, neben dem Skulpturenpark, hoch in den Wald gehen. Da geht man ja den Berg hoch. Das erinnert mich immer an Sumatra, diese Waldberge, Gebirgswälder. So. Das hat mich damals bei meiner Rückkehr, damals 93 und 97, als ich dann hier wieder zurückkam, leider, ich wollte eigentlich nicht. Das hat mich sofort dieser Wald dann an Sumatra wieder erinnert. Und dann habe ich diesen Text halt mit da reingenommen und habe mir erlaubt, den Tod zu negieren oder ignorieren dabei. Soll ich Text noch ein bisschen vorlesen? Ja, ich kürze den ein bisschen ab, weil der ist sonst halbwegs lang. Sumatra am Hang und weit darüber hinaus. Alleine mächtiger Hang, wenn man vor ihm steht, tiefgrün glänzende Stieleichen, weit ausladende Blutbuchen übereinander getürmt, Fichten, die sich dazwischen drängen, zum Licht hin, weg vom Unterholz, auf das niemand achtet, über das leise und sanfte Tier huscht, so viel ist gewiss. Der Wind, der all die Blätter und Nadeln aneinander reibt und wieder auseinander treibt, ein Rauschen und Reiben, und die Bäume wiegen sich mit ihren Kronen weit wie Synchrontänzer zur Seite. Dann wieder stehen sie aufrecht und ich gehe darauf zu, weil es nicht anders geht. Weiter oben dann der zerlöchelte Ferryman mit ausgebreiteten Armen über dem Tal, den Häuserschluchten, dazwischen die Wupper, die so lächerlich wasserarm ist, dünn wie ein Rinnsal, ein Wasserwurm, mehr nicht. Lehne mich an den Ferryman, do not touch. Lehne mich dennoch an, schaue ins Tal und lehne mich an meine Erinnerung, an Zeiten der Begeisterung, an bessere Gewässer, breitere, wildere, so drift off. Stapfe weiter, bis ich auf einer Bank sitze, mitten im Mischwald. Sitze weit vornübergebeugt und starr auf den Boden hinab, stundenlang auf Humus, wie sich das Leben tummelt, in allen Farben und Facetten. Schrille Ameisen, Käfer mit irisierenden, sirrenden Flügeln, über die man normalerweise achtlos hinwegtrampelt. Aber was ist schon normal? Sitze mit angezogenen Beinen und kann den Blick nicht lassen von diesem Gewoge aus Leibern, Blutegel, die sich aus den Pfützen schlängeln, um anzudocken.
drüben ein fetter, saftstrotzender Regenwurm, der soeben in Mutter Erde eintaucht, zu Urgrund hin, um aus den tiefsten Tiefen zu trinken und am Ende eines langen, langen Tunnels endlich zur Lava zu finden. Von Neid zerfressen setze ich mich wieder aufrecht hin. Denke an die Baumriesen auf Sumatra, die ehemaligen Baumriesen, die vor Jahren vom Blitz niedergestreckt wurden, die mit aufgerissenen Leibern da liegen und in denen das Leben pulsiert. Wieder dieses Getier, die Leiber, die sich übereinander schieben, wälzen, sich drängen, wo jeder einzelne Körper zu seiner Bestimmung hindrängt, etwas von hier nach dort zu bringen, in diesem ehemaligen Baumstamm, der ja doch immer noch einer ist, der ein Jahrzehnt braucht, um gänzlich zu verwesen, und in dem, seit er da niederliegt, neues Leben wühlt und wuchert, neue Pflanzen daraus hervorsprießen, dem Licht entgegen, um zu Bäumen emporzuwachsen aus dem verfallenden Stamm. Und so lernt man den Tod als etwas zu begreifen, das es eigentlich nur in einer selbstbezogenen, ichbezogenen Definition gibt, als vermeintliches Ende des eigenen Lebens, als Lebensabschnitt, als eine Grenze, als selbstbezogene Grenze, selbstgezogene, noch zu erfahrende, selbst zu erlebende Grenze. Aber wie sollte einer seinen Tod erleben, wo er doch weiterlebt? Wo doch aus diesem Prozess des eigenen Verfalls sofort neue Prozesse beginnen, Leben sich entfaltet, sich vom Verfall ernährt und somit fortlebt zu neuen Körpern, in denen der Alte doch fortwohnt, aber als solcher nicht mehr wahrgenommen wird, nach dem von uns angeblich empfundenen Tod, den wir als solchen aber gar nicht erfahren, erleben konnten, den es im großen Ganzen gar nicht gibt. Wir sind nicht tot. Wir leben fort, da sind keine Grenzen, keine Abschnitte, sondern Getier, Käfer, Würmer, Blutsauger, Würgefeigen, die wachsen, um sich später um Wirtsbäume zu schlingen und diese wiederum ihrem Zerfall zuzuführen und aus diesem Zerfall nachtblühende Orchideen wachsen zu lassen, deren Blätter vor dem Morgen, vor dem weithin schallenden Rufen der Gimots, den leuchtenden roten Blütenkelch, längst wieder verschlossen haben. Ich mache mal einen Sprung. Bin fest überzeugt, dass am Nachmittag hinter den Luftwurzelgardinen jemand zweimal meinen Namen geflüstert hat. Man darf dem nicht nachgehen, stur weiterlaufen, als habe man nichts gehört. Der Dschungel kann wahnsinnig machen. Später dann ein überraschendes Aufeinandertreffen, jedenfalls laut Tagebucheintragung der im Hinterkopf festgehaltenen. Weiß nicht, wie lange wir uns gegenseitig beobachtet haben, stumm und reglos. Das Weibchen hockte knapp 4 Meter über mir auf dem Ast einer Würgefeige und fixierte mich zwischen den Vorhängen der Luftwurzeln hindurch, diese tief liegenden Augen, dieses schwarze, maskenartige Gesicht, diese Lederhaut an der Stirn und unter dem Kinn aufgestülpt, die orangefarbenen Zotteln, die lang und verfilzt am Körper hinabfielen. Ich war fasziniert von diesem Geheimnis, das hinter den dunklen Augen lag, und wahrlich sinnlos, meine Versuche, etwas darin zu lesen, aus der Erfahrung, dem Bewusstsein dieses Geschöpfes, das die Einheimischen so treffend Orang-Utan, Waldmensch, nennen. Die enttäuschende Erkenntnis der Unerreichbarkeit, als ich dieses Wesen in Zeitlupenbewegungen in die Baumkronen zurückzog und im Laubgeflecht der oberen Etagen verschwand, wie etwas, das mir für immer verschlossen bleibt. Im schweren Traum dann sah ich tief unter mir die Lehmböden seitlich wegsacken, das verschlungene Grün, das sich zu drehen begann und immer schneller in einem irrsinnigen Karussell aus riesigen Blättern nach Fäulnis stinkenden Blüten und Vogelrufen um mich herum wirbelte. Ein Gewoge aus schmatzendem, feuchttriefenden Leben, das mich in einen enger werdenden Tunnel sog, an dessen Ende ein winziger Lichtpunkt war, der in den Augen schmerzte. Dann schweißgebadet aufgewacht. Irgendetwas entfernte sich flink raschelnd durchs Unterholz. War es der Tod? Ein fliehendes, selbstbezogenes Etwas, das ein Schatten seiner selbst, ein Schatten etwas Nicht-Existentem im Dickicht verschwand? Nur ein Begriff so schwach, dass sich nicht einmal Gewürm aus ihm entwickeln kann. Das war das Sumatra. Knapp neben dem Hesselberg, liegend. Also, bitte.
Wir hatten doch eben den Mikrokosmos Wuppertal in Hesselnberg. Jetzt haben wir noch viel, viel mehr. Also ein großer Rundumschlag, ne, in diesem Text, der den Tod negiert. Ja. Ja, schön, finde ich einen sehr schönen Schlusspunkt jetzt auch. Sozusagen alles in allem. Und darüber hinaus, also wirklich passend zum Titel. Ja, wir sind im Grunde jetzt am Ende mit unserem Erzählsalon. Und ich denke euch allen, oder wir danken euch allen recht herzlich für eure Erzählungen, eure Geschichten, die ihr geschrieben habt und die ihr uns auch zum Teil jetzt vorgelesen habt und über die ihr berichtet habt. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Einblick geben konnten in die drei verschiedenen, ganz unterschiedlichen Bücher, die aber eigentlich alle auf ihre eigene Weise interessant sind und sehr lebenswert. Von daher auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank an Christiane, Arno, Jörg und Dieter. Und wir danken vielleicht für die schöne Gelegenheit, so schöne Bücher schreiben zu können in eurem Auftrag. Das passiert ja auch nicht jeden Tag, dass man einen Auftrag für ein Buch bekommt. Und ich bedanke mich, teilnehmen zu können. Und das war ja wirklich ein Zufall, einerseits ein Zufall, aber beachtlich, dass drei Bücher zum Hesselberg geschrieben werden. Und Südstadt noch dabei. Ja. Einer Stadt mit großer Literatur. Ja, aber ich finde also wirklich erstaunlich, wie viel dann doch zu berichten gibt. Und ja, wir haben die auch sehr genossen, die Zusammenarbeit mit euch. Und vielleicht können wir am Ende noch sagen, dass es die Bücher noch gibt und wo es die gibt. Genau. Die gibt es einmal, kann man in der Börse kaufen, also dort bestellen am besten. Und in den Buchhandlungen Mackensen in Wuppertal-Elberfeld, in den Glücksbuchladen Wuppertal-Elberfeld und bei Köntgen in Barmen kann man die Bücher auch erwerben. Ich glaube, das Buch von Dieter Jandt ist insgesamt im Buchhandel zu erwerben, ist ganz normale Vertriebswege gegangen, während die anderen beiden haben wir ein bisschen begrenzt auf die drei Buchhandlungen in Wuppertal. Aber schriftlich zu bestellen bei der Börse ohne Probleme. Ja, dann nochmal herzlichen Dank und ja, vielleicht noch ein letztes, das könnte ich jetzt nochmal in Erinnerung rufen. Moment, jetzt muss ich gerade hier ich mal eben schauen. Nämlich, es ist ja nicht der letzte Erzählsalon heute, sondern es gibt ja noch einen weiteren, der in Planung ist und das kann jetzt auch unser Schlussbild sein. Der nächste Termin ist der 21. April 2021. Wir würden uns sehr freuen, wenn es da wieder eine Präsenzveranstaltung mit Publikum geben kann, zu der Sie natürlich alle herzlich eingeladen sind. Ihr gerne auch, die ihr hier jetzt mit uns eben die letzten fast 2 Stunden verbracht habt. Es könnte sein, dass sich das Thema um Sperrmüllkultur dreht. Das ist heute das Ergebnis unseres heutigen Forums Hesselnberg Südstadt gewesen, dass wir sowas zumindest das Thema ins Visier nehmen. Und ja, wir werden rechtzeitig eine Ankündigung herumschicken. Herzlichen Dank nochmal und allen einen wunderschönen Abend noch. Dankeschön. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.